Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Heute möchte ich mit euch wieder ein Maskenvideo machen, als kleine Entschädigung, weil kein True Crime kommt. Und während die Maske einwirkt, schnatter ich ein bisschen mit euch. Ich habe diese Bubbly Sauerstoffmaske geschickt bekommen, also da sind drei Stück drin. Und die würde ich jetzt endlich gerne mal ausprobieren. Es war jedes Mal kurz, bevor ich ein True Crime Video aufnehmen wollte, wo ich dachte, oh ja, jetzt würde ich die gerne mal ausprobieren. Aber da steht halt ein Warnhinweis drauf, dass man sie 24 Stunden vorher auf einer kleinen Stelle im Gesicht ausprobieren soll, falls man allergisch reagiert. Ja, das mache ich jetzt einfach mal ohne Test, weil ich jetzt eh die nächsten Tage nichts aufnehmen werde und unterwegs in die Pfalz sein werde und dann ist es mir auch irgendwie egal. Also es gibt da drin so drei kleine Packungen, soll man aufs gereinigte und trockene Gesicht auftragen. Ich habe vorhin meine Morgenroutine gemacht, also sehr gut gewaschen und eingecremt. Und war dann einkaufen, bin sehr ins Schwitzen gekommen und jetzt habe ich mein Gesicht nochmal mit dem Micellenwasser gereinigt und es trocknet gerade. Wie gesagt, man soll es eigentlich 24 Stunden vorher testen, habe ich jetzt nicht und möchte ich auch nicht und ich habe für den Schweckes keine Zeit. Ich gehe hier volles Risiko. Und dann halt wie gesagt, aufs Gesicht auftragen, es soll tiefenreinigend sein mit Sauerstoffeffekt. Es sollen sich Blubberbläschen bilden. Ich bin total gespannt, wie das wird. Dann soll man das 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und dann die Blubberbläschen 1 bis 2 Minuten einmassieren. Ich bin gespannt. In einer Packung ist 7 Gramm drin und ansonsten steht hier gar nichts wegen Tierversuch und so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll es ein babyweiches Popo-Gesicht geben. Und ja, gut, schauen wir mal. Gleichmäßig aufs Gesicht auftragen. Ich mache das jetzt einfach mal mit meinen sauberen Fingern. Augen, Mundpartie aussparen und Haaransatz. Und ich bin hier unten am, oh, es reagiert schon, am Kinn und am Mundbereich bin ich schon wieder so ein bisschen ausgebrochen. Ja, es wird direkt schäumig. Schaumig, nicht schäumig. Witzig. Oh, es kribbelt in der Nase, an der Nase. Ach, guck mal, ich krieg einen richtigen Rauschebart. Dann mache ich das auch noch hier runter. Ups. Also hier an der Nase kribbelt es. Ich sehe lustig aus. Ich gehe mir ganz kurz die Finger waschen und das von der Nase entfernen. Wartet. Okay, beim Rumlaufen war es jetzt noch schlimmer, dass das aktiviert ist. Und es ist so, als ob kleine Ameisen über mein Gesicht laufen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber der Effekt ist auf jeden Fall cool. Gefällt mir sehr gut. Es kribbelt unheimlich in meinem Gesicht. Wieso rutscht denn das hier so ein bisschen runter? Okay, eigentlich hatte ich jetzt die ganze Zeit bababababab und jetzt habe ich mich gerade angeguckt und dachte mir so, so nimmt mich eh keiner ernst. Also, jetzt sind ungefähr 10 Minuten vergangen und ich würde es jetzt einfach mal eintreiben, so wie es da stand. Und es fühlt sich seifig an. Also, als ob man trockene Seife verreibt. So fühlt es sich an. Es hat super doll gekitzelt und gekribbelt. Zwischendurch ist es mir auch ein bisschen runtergerutscht. Aber jetzt ist gerade so, als ob man relativ trockene Seife verreibt. Und es riecht auch so. Also gute Seife. Ich meine, der Effekt, der ist schon witzig. Also, dass es denn so aufschäumt. Aber es ist halt auch ganz schön kitzelig. Und teilweise hatte ich das Gefühl, dass es mir so ein bisschen vom Gesicht läuft. So, ich gehe das jetzt mal mit warmem Wasser abspülen. Mal sehen, wie es aussieht. Ich sehe aktuell keine Veränderung. So, ich habe mir jetzt das Gesicht gewaschen. Es fühlt sich sehr, sehr gereinigt an, muss ich sagen. Aber jetzt nicht unbedingt
doller, als hätte ich es mir normal gewaschen. Oh, aber es ist weich. Es ist weich. Okay. Babypopo-Haut ist da. Also, ich finde, die Maske ist sehr lustig. Ich glaube, so für so einen Mädelsabend ist die super. Ich meine, 3 Stück in der Packung und man hat wirklich was zu lachen, weil sie halt wirklich ziemlich kitzelig ist auf dem Gesicht und die halt so richtig bauschig wird. Der Geruch von der Maske, wirklich sehr gut. Sehr, sehr angenehm. Hat mir sehr gut gefallen. Dass sie sich auf dem Gesicht oder beim Verreiben angefühlt hat wie Flüssigseife, trockene Flüssigseife, ergibt ja auch am meisten Sinn, weil es ist ja eine Reinigungsmaske. Ansonsten muss ich sagen, ich sehe keinen Unterschied, aber ich habe die Maske jetzt das erste Mal benutzt. Sie ist auf jeden Fall lustig. Sie riecht gut. Sie hält offensichtlich das, was sie verspricht, weil mein Gesicht schön weich ist. Zu dem Preis kann ich euch jetzt gerade gar nichts sagen, weil ich habe die ja geschenkt bekommen. Also die hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nur leider wird sie so bauschig, dass ich aussah wie so ein komischer Weihnachtsmann. Und das, was ich euch eigentlich so erzählen wollte währenddessen, fällt jetzt hinten runter, weil man konnte mich so nicht ernst nehmen. Und wenn ich über etwas relativ Ernstes spreche, möchte ich halt auch irgendwie ernst genommen werden. Also mache ich das jetzt nochmal. Gestern hatte ich meine 2. Impfung. So, und ich habe ein bisschen auf das Pflaster reagiert. Passiert, ist aber nicht schlimm. So, und es ist auch ein bisschen warm, aber sonst geht es mir gut. Also es tut auch ein bisschen weh, ne? Also jetzt auf der linken Seite schlafen, was ich normalerweise mache, konnte ich jetzt vergangene Nacht nicht. Und ich war gestern auch müde. Ich habe mich nachmittags nochmal hingelegt für 3 Stunden, was so ein normales Nickerchen bei mir ist. Und danach ging es mir eigentlich immer noch gut. Und dann bin ich gegen Mitternacht ungefähr ins Bett gegangen, habe ich mich erst noch ein bisschen gewälzt. Obwohl ich müde war, konnte ich nicht so richtig einschlafen. War mir dann zwischendrin nicht sicher, ob ich jetzt schon mal eingeschlafen bin oder nicht. Und bin dann heute früh um 9 aufgewacht, habe mich fertig gemacht und bin zum Einkaufen gefahren. Und mir geht es nach wie vor sehr, sehr gut. Ja, und ich habe gelesen oder jemand hat mir das erzählt, dass man auf jeden Fall 2 Wochen nach der Impfung, also innerhalb der 2 Wochen, merkt, dass da was reingespritzt worden ist durch diese ganz kleine Spritze, mini klein. Das ist die kleinste Spritze, die es gibt, mit der dieser Impfstoff verabreicht wird. Ja, aber da soll irgendwas drin sein, was die Stelle magnetisch macht. Es soll 1 Euro sein, damit wird es funktionieren. Ich habe es gestern schon mit einem Löffel ausprobiert. Hat nicht funktioniert. So, hier ist die Einstichstelle. Ja, es funktioniert nicht. Also vielleicht haben sie bei mir das vergessen mit reinzumachen. Vielleicht war ich nicht so wichtig. Leute, diese Verschwörungskram, ne? Manche Sachen sind halt nur peinlich und sie sind so schnell zu überprüfen. Weiß ich nicht. Ich persönlich habe mich impfen lassen aus ganz egoistischen Gründen. Ich bin jetzt nicht die größte Partymaus oder muss überall dabei sein. Aber wenn ich mal weggehen möchte, denn ohne dass mir ein Stab in die Nase gerammt wird, ohne Maske und dieses ganze Abstandsding, da bin ich nicht der Typ für. Es ist nicht so, dass ich jedes Wochenende feiern gehen muss. Um Gottes Willen, die Zeiten sind schon lange vorbei. Aber ich möchte einfach auch, wenn ich Lust habe, etwas unternehmen, ohne mich so einzuschränken, ohne ständig Abstand zu halten, etc. pp. Also wirklich aus egoistischen Gründen habe ich das gemacht. Ich bin nicht für Impfpflicht. Jeder muss es selbst für sich entscheiden. Außer bei den Kindern ist halt schwierig, weil sie die Tragweite der Entscheidung nicht halt übersehen können. Und da ist es halt die Risiken beim Impfen oder auch die Risiken beim Nichtimpfen. Und irgendjemand hatte mir geschrieben, also ich weiß, wer es mir geschrieben hat, aber jemand hat mir geschrieben, da ich Influencerin bin, bin ich nicht, sollte ich das nicht so verharmlosen. Tue ich nicht. Es ist mein Körper, meine Impfung. Ich habe mich dafür entschieden, mir geht's super. Ich habe mich dazu entschieden und gesagt, okay, es gibt die und die Risiken, wie bei vielen Impfungen, auch wenn das eine andere Impfung ist, aber es gibt überall Risiken. So, wenn ich mich aber nicht impfen lasse, habe ich diese ganzen Auflagen und mich könnte Corona ziemlich stark treffen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Wenn ich mich impfen lasse, können die und die Nebenwirkungen passieren. Habe ich auch nicht unbedingt Bock drauf, aber ich habe das so für mich abgewogen. Und das muss halt jeder für sich tun. Aber Influencer, die darüber sprechen oder halt sagen, hey,
Es kommt kein Video, weil ich mich impfen lasse und ich weiß nicht, wie es mir geht. Das hätte mir ja auch total räudig gehen können, ja. Dann heißt es nicht, dass jemand Impfungen verherrlicht. Wie gesagt, ich bin nicht für Impfpflicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kritisch sehe ich es bei Kindern, weil die es nicht mehr blicken können, die Tragweiten. Aber ich finde, es muss für jeden okay sein, wenn sich jemand impfen lässt oder eben nicht. Es gibt sehr gute und viele Gründe, sich impfen zu lassen. Ebenso gibt es aber auch gute und sehr viele Gründe dafür, sich nicht impfen zu lassen. Und weder das eine noch das andere ist schlechter. Weil diese Impfung für Coroni Macaroni schützt uns ja nicht davor, Corona nicht zu bekommen. Es soll einfach nur den Verlauf abschwächen. Deshalb ist sie halt anders, diese Impfung, als die anderen. Aber wenn wir uns mal angucken, wie viele Grippearten es so gibt, du kannst dich nicht gegen alle impfen lassen. Und das gibt es bei ganz, ganz vielen, wo ganz, ganz viele Stämme sind, wo du dich nicht halt gegen impfen lassen kannst. Ich persönlich bin super fein damit, wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen. Muss ich gar nicht wissen, warum. Deren Entscheidung, völlig okay. Ist nicht mein Körper, ist nicht meine Verantwortung. Das ist dein Leben und du entscheidest das für dich. Genauso wie wenn jemand sagt, ich möchte mich unbedingt impfen lassen. Okay, deine Entscheidung. Tu es oder tu es nicht. Ich finde es immer ein bisschen vermessen zu sagen, warum. Es gibt Gründe, Leute. Es gibt einfach Gründe. Sowohl als auch. Oder so Verschwörungstheoretikern hinterherlaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich persönlich vertraue meiner Hausärztin sehr. Ich kenne sie schon lange, obwohl ich nicht so lange hier wohne, aber ich habe früher mit ihr zusammengearbeitet. Ich kenne sie also in einem anderen Verhältnis und weiß, dass sie sehr kompetent ist. Und sich auch immer sehr gut fortbildet und überall dabei ist. Ich weiß nicht, wann diese Frau schläft oder was sie so privat macht. Ich glaube, privat gar nichts mehr, außer sich halt um ihren Beruf zu kümmern. Aber das ist auch ein Grund, warum ich ihr sehr vertraue. Und wenn sie mir dazu rät, ja. Und ja, mir geht's gut, mir geht's fein, ich kann nichts berichten. Klar, mir tut der Arm ein bisschen weh, aber das war das letzte Mal schon. Es ist nicht magnetisch und es kann sein, dass ich noch Nachwirkungen bekomme, ja. Dann ist es aber mein Problem, das ist meine eigene Schuld. Dieses Risiko gehe ich damit ein. Aber in 2 Wochen kann für mich mein normaler Alltag wieder losgehen, der nicht besonders spannend ist, um Gottes Willen. Aber ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Ich habe da auf den ganzen Shit keinen Bock mehr. Der macht mich auch echt depressiv. Also nicht wirklich depressiv, aber er zieht mich halt runter. Dieser ganze Abstand und dieses ganze wababababab. Und ich weiß, dass das Thema wirklich kontrovers ist. Aber wie bei allen Sachen, was gehen dich andere Leute an? Also wenn du das nicht möchtest oder wenn du es möchtest, versuch nicht andere davon zu überzeugen, es dir gleich zu tun. Und nur weil ich mich habe impfen lassen, muss keiner von euch sich impfen lassen. Gottes Willen, das ist eure eigene Entscheidung. Und da wäre es halt schön, wenn das viele mal auch einsehen, dass man nicht irgendjemanden bekehren muss. Weil wir können auch so ganz normal cool miteinander sein und nicht, die sind geimpft und die sind nicht geimpft. Wo kommen wir denn dahin? Also wie gesagt, mir geht's gut, ich bin fein damit, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ihr trefft alle eure eigenen Entscheidungen und lasst euch nicht von mir beeinflussen. Nur weil ich etwas gut finde, musst du es noch lange nicht gut finden. Und nur weil du etwas gut findest, muss ich es noch lange nicht gut finden. Und wir können trotzdem cool miteinander sein. Na gut, das war das Video. Es war ganz anders als eigentlich geplant, aber dadurch, dass ich so ein Rauschebart bekommen habe, war es dann halt doch irgendwie lächerlich. Obwohl ich eigentlich was eher Ernstes sagen wollte. Die Maske finde ich witzig. Also ich glaube eher so für Partyspaß. Ich glaube, die 2 letzten Tütchen davon benutze ich, wenn meine Schwester zu Besuch ist. Ich glaube, die wird es ganz furchtbar finden, wenn das dann so kribbelig ist auf dem Gesicht. Das wird lustig. Und sonst zu Coroni Macaroni. Es ist nur meine Meinung. Hab du deine Meinung. Das ist völlig okay. Und jeder von uns muss halt sein eigenes Risiko tragen am Ende des Tages. Ja, ansonsten habe ich alles schon vorher gesagt. Ja, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal. Am, ich hoffe, nächsten Donnerstag wünsche ich dir was.